Das Besondere an dem Studium ist natürlich, dass man 30% Pferde hat, was das Ganze natürlich schön macht für einen selber zum Lernen. Ja, für mich macht das die betriebswirtschaftlichen Fächer viel einfacher. Zum Beispiel in Buchhaltung kauft man dann zum Beispiel Stroh für die Pferde ein und dann kann man sich das irgendwie besser vorstellen. Es sind 4 Jahre, wo man auch wirklich unterstützt wird, wo man was Neues lernt, jetzt außerhalb auch des Studiums, an kulturell als Erfahrung. Ich habe vorher noch kein einziges Wort Holländisch gesprochen. Also ich war auch das erste Mal hier in Holland für meinen Sprachkurs. Ich habe hier einen 3-wöchigen Kurs belegt, der ist verpflichtend für alle Deutsche. Also wenn ihr herkommt, dann müsst ihr den machen. Ungefähr nach 2 Monaten spricht eigentlich jeder die Sprache fließend. Das geht dann sehr schnell, da man die Sprache den ganzen Tag hört. Man wohnt mit Holländern zusammen. Die 110, die haben auch krachtig mal das Raum open. Also im ersten Jahr wohnt man auf dem Campus. Niederländer sind ja sehr gesellig ist das niederländische Wort dafür. Und die wollen alles zusammen machen, zusammen essen, zusammen Hausaufgaben, zusammen feiern gehen. Also die haben einen sehr schnell aufgenommen. Das Studentenleben hier ist klasse, also der Campus ist sowieso super cool. Ich habe mein Pferd seit dem ersten Jahr dabei. Ich habe den ersten Jahr in den uni-eigenen Stall gestellt, den Padenplatz. Also dem Studentenstall von der Hochschule, der wird von Studenten für Studenten geführt. Und da kann man auch sich eine Reitbeteiligung suchen. Wir machen 3 Praktika während der 4 Jahre. Weiter waren dann noch die Assessments, die man wirklich bei echten Betrieben gemacht hat, echte Unterstützung von den Betrieben bekommen hat. Die Fächer sind also sehr breit gefächert. Man lernt über sehr viele Bereiche die Basis kennen. Buchhaltung, Qualitätsmanagement, Prozessmanagement. Ja, die Zukunft ist eigentlich sehr weit verbreitet, weil man sich im 4. Jahr spezialisiert. Man kann aber auch sich ganz anders orientieren, kann natürlich woanders hingehen, zu einer Bank zum Beispiel. Halt alles, was man mit einem normalen BWL-Studium auch machen kann. Ich würde gerne große Sportevents organisieren, also wenn es Formel 1 ist oder Weltmeisterschaft oder Olympiade, irgendwie da in die Richtung.